Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir dem. Ja, heute bin ich auf dem Toto-Account, also auf meinem Rathaus 7, und ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen. Ich habe das gestern mal aufgegriffen. Ich fand das so witzig, die Sau rauslassen. Der Guso hat das gestern in seinem Video gebracht und ich fand den Spruch einfach trefflich. Ich hoffe, er hat kein Copyright drauf. Ich habe ihn einfach mal aufgeschnappt. Das fand ich wirklich, wirklich witzig, als das rauskam, und habe einfach mal, ja, habe die Gunst der Minute genutzt und habe dieses Video so genannt. Manchmal sucht man ja auch nach einem Titel, und ihr seht das hier, ich habe so ein paar Hocks ausgebildet, auch mit dem Rathaus 7 Account hier. Allerdings habe ich schon zwei Angriffe hier gemacht und das wird jetzt eigentlich schon der dritte Angriff. Ja, ich weiß nicht, Supercell, drei Angriffe in so vielen Tagen. Ich weiß gar nicht, was die geritten hat, dass man, oh, der sieht ganz gut aus, aber ein bisschen zu stark für uns. Ich weiß gar nicht, was die geritten hatten, nur drei Angriffe in den vielen Tagen. Ich denke mal, sie konnten es auch nicht mehr rückgängig machen, jetzt so nach dem Motto, okay, machen wir mal 10 Tage raus. Nicht 10 Tage, 10 Angriffe raus. Denn das ganze Event dann nochmal umzuschmeißen, wenn die Leute das sowieso schon fertig haben, das macht man dann ja auch nicht. Und ja, Gegnersuche. Und endlich haben wir hier auch einen Gegner gefunden, jawohl. Und ihr seht meine Armee, ja, hatte ich eben schon gesagt, 13 Riesen, 3 Mauerbrecher, 11 Magier und 17 Hogrider. Die sollen wir, die lassen wir hier jetzt raus aus dieser Base. Wo ist die Clanburg? Mal gucken, ob er was in der Clanburg hat. So ein bisschen Respekt habe ich ja vor der Clanburg immer. Und ich glaube, die Seite ist ganz, ganz gut gewählt, wenn wir hier reinkommen. Gucken wir mal, ob da irgendwie ein Riesenbömmchen ist. Nein, da ist keine Riesenbombe. Dann können wir hier auch reingehen und nehmen einmal so ein bisschen unsere Magier hinterher. Den einen Mauerbrecher nehmen wir natürlich auch. Denn es gibt ja auch die Tat, mach mal viele, viele Mauern. Und die Jungs hier bringen wir jetzt schon mal so ein bisschen in Rage. Jetzt muss ich mal sehen, von wo wir unsere Hogrider reinbringen. Ich meine, die Base ist ja jetzt nicht wirklich, wirklich schwer. Und hier, da ist noch ein bisschen Flächenschaden. Dann können wir hier weiter reiten lassen. Ihr seht das hier auch, hier so ein bisschen Surgical reingesetzt, so dass die jetzt kommen sie nämlich zusammen hier. Ihr seht das, so ein bisschen teilen sie sich, aber das lag jetzt an den Defenses. Jetzt sind sie aber wieder zusammen. Ist ja ganz easy peasy hier, das Event mit so einer Truppe hier zu spielen im Rathaus 7 Bereich. Könnt ihr gar nicht früh genug mit anfangen, hier mit den Hogridern zu üben. Also wir machen ja noch die anderen Rathäuser 8, 9 und Rathaus 10. Und ich denke mal, den haben wir hier in jedem Fall jetzt ja ganz gut gemacht. Ich meine, der war super, super einfach, aber die Hogrider sind jetzt auch nicht so super teuer. Ich kann mit diesem Account ja immer noch nicht auf Rathaus Level 8 gehen, weil mir der King immer noch fehlt. Und ja, jetzt haben wir immerhin, wir haben natürlich jetzt so ein bisschen Dunkles verbraucht. Und 197 Dunkles haben wir jetzt auch reinbekommen. Das Event haben wir jetzt aber fertig. Bonus gekriegt, also 3 Trainingstränke. Ja, so langsam füllt sich hier auch ein bisschen was, wenn auch nicht gerade super viel, aber wir haben 3 Trainingstränke. Wir haben den Hammer, das heißt also den Hammer natürlich für Rathaus 8, allerdings fehlt mir immer noch die King-Platte. Und ich schaue mal gerade, was hier den einen so ein Hogrider eigentlich kostet. 4 kostet er nur, okay. Die machen wir mal nochmal, mal sehen, ob wir da nicht noch ein bisschen Dunkles rausholen. Und wir springen jetzt aber auf mein Rathaus 8. Okay, hier sind wir auf dem Chefkoch. Auf dem Chefkoch war ich jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr. Ich glaube, ich habe gestern Abend einmal angegriffen, oder beziehungsweise heute Morgen. 3 Stunden, 18 Stunden, beziehungsweise halt, das ist ja das Defense-Lock, das Attack-Lock. Und ihr seht das hier, vor 9 Stunden habe ich mal ein paar Truppen verballert und habe danach vor 6 Tagen angegriffen. Also ich bin nicht so wirklich aktiv auf diesem Account. Aber auch hier wollen wir die große Schweinerei natürlich spielen, beziehungsweise auch hier wollen wir die Sau rauslassen. Und genau auch hier brauche ich Dunkles. Im Moment brauche ich, glaube ich, mit jedem Account irgendwo Dunkles für Helden oder für weitere Forschung. Und 1358 mit der Armee, die ich hier habe. Ihr seht das, 2 Golem, 16, ach nee, der ist ja doch nicht so stark. Ich glaube, da können wir uns ein bisschen was Fetteres raussuchen, was auch so ein bisschen stärker ist. Ich meine, wenn wir jetzt einen haben mit 2000 Dunklen, den lasse ich nicht stehen. Aber ich glaube, wir können uns ruhig ein bisschen was raussuchen, was so ein bisschen auch an unsere Base angelehnt ist. Ja, so einer ist, glaube ich, so ein bisschen an uns angelehnt. Der geht auf Rathaus 9 hoch und ich denke mal,
Es ist eine Maxed Out Rathaus 8 Base. Die nehmen wir uns. Ihr seht hier, meine Truppe ist so ein bisschen oldschool. Bei Clash Royale würde man jetzt sagen Classic Deck. Also 2 Golem, 16 Schweinereiter. Ich habe, glaube ich, Bowler in der Clanburg. Wir können mal nachschauen. Das solltet ihr in jedem Fall auch mal tun. Also 4 Bowler dabei, ein Bogenschützen, eine Bogenschützin. Wir haben ein paar Magier dabei und so ein bisschen für Cleanup, 3 Zauber. Und wir kommen der Clanburg mal entgegen oder kommen wir eigentlich dem King entgegen? Ich glaube, wir tasten uns mal, passt mal auf, wir tasten uns hier mal ran. Und zwar an der Stelle, okay, da kommt eine Luftmine raus, aber keine Clanburg. Dann können wir hier auch dem King entgegengehen. Dann kommen wir dem King hier so ein bisschen entgegen. Und da wurde jetzt auch schon mal die erste Mine hier ausgelöst. Also gehen wir hier ganz locker in diese Base rein. Mauerbrecher hinterher. Jetzt müssen die allerdings erstmal so ein bisschen deutlich... Oh ja, King. Ja. Der König macht schon mal die Bauhütte. Das ist gut. Das ist vorbildlich. Eigentlich, also so ein bisschen fehlt einem ja jetzt so ein bisschen der Sprungzauber hier. Allerdings tanken meine Golems eigentlich ganz gut. Und mal sehen, wie die jetzt eigentlich so ein bisschen weiterkommen. Ich glaube, ich schütze mal nicht meinen König, sondern ich komme hier jetzt mit den Hocks. Denn die sind jetzt gerade schön abgelenkt. Lasse die hier mal heilen. Und komme jetzt so ein bisschen Surgical rein. Also so, dass die Hocke Rider immer so ein bisschen zusammenreiten. Und hier am Flächenschaden, da nehme ich die Heilzauber immer ganz gerne. Die paar Skelette gifte ich mal weg. Und ja, wir haben hier noch einen Heilzauber. Ganz locker. Ganz locker hier. Das ist... dadurch, dass er jetzt keine Clanburg hatte, jetzt nicht ganz so schwer mit den Hockridern hier. Und auf 4 sind die sowieso schon richtig, richtig gut. Also auch so ein gerade so Rathaus 9er, der also von 8 auf 9 hochgeht mit Hockridern auf 4, der kann schon richtig was reißen. Also vor allen Dingen, wenn man dann die 220 Truppen hat als Rathaus 9er, den sehen wir nämlich gleich, wenn der Angriff hier gelaufen ist. Ich glaube, ja, Elex brauche ich nicht. Ihr seht das, ich brauche eigentlich nur ein bisschen Sterne und... Wir müssen gewinnen und wir müssen etwas Dunkles sammeln, denn ich würde hier, also ein bisschen würde ich hier auch ganz gern weiterkommen. Die trainieren wir nochmal nach hier. Und ihr seht das hier auch, die Armee, die ich jetzt danach habe, da habe ich mal nur einen Golem genommen. Nehme einfach mal eine Walküre mit rein. Die Walküre ist im Moment die, die ich eigentlich gerne forschen möchte, aber ich habe zu wenig Dunkles. 35.000, 50.000 brauche ich noch, also hier wird es noch ein bisschen dauern. Dann gucke ich mal, dass mein Rathaus 9 jetzt schon da ist. Ich schaue mal gerade. Dann kann ich hier im laufenden Betrieb nämlich einfach umschalten. Und dann nehme ich jetzt einfach mal ein anderes Fenster und nehme hier den Chief. Da ist der Chief, jawohl. Da ist der Chief gleich drauf. Und auch hier seht ihr das. Ich brauche auch hier ein bisschen Dunkles. Die Base hier ist durch. Ich mache im Moment nur Mauern. Brauche, glaube ich, noch den und den X-Bogen. Dann ist das Ding hier auch durch. Hier wird auch schon das Rathaus hier angeboten, dass ich den update, aber ich glaube auch hier machen wir mal etwas mit den Schweinereitern. Ich habe 9 Stück in Ausbildung. Ihr seht das hier, die Armee ist mal ein bisschen anders. Die ist mal ein bisschen anders mit einem Lavahund, 19 Hocks, einen Golem, ein paar zu wenig. Ich sehe es jetzt gerade. Das ist etwas zu wenig. Dann müssen wir das, glaube ich, mal so machen. Ich hatte eigentlich immer 5. Hiervon nur 4. Ich hatte, glaube ich, immer 5 Luftballons. Da haben wir jetzt auch 5. Und ein Bogi noch dazu. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, das passt. So passt es etwas besser. Also ein Lavahund, 5 Loons. Und auch hier ein paar Bowler in der Clanburg. Gucken wir mal, was wir damit reißen können. 1 Stern brauche ich noch für einen Bonus. Und ja, einfach mal so ein bisschen am Stück abgedreht hier. Mache ich eigentlich ganz gerne. Dann brauche ich nicht so viel zusammenschnibbeln. Und kann das Ganze fließend hier an einem Stück machen und kann auch vor allen Dingen an einem Stück... Oh, schade. Oh nein, den habe ich weggeklickt. Der war offline. Oh, das ist meine letzte CK-Base hier. Eieiei. Den können wir super machen. Das ist meine letzte CK-Base, die ich gemacht habe mit dem Account. Und ja, die machen wir in jedem Fall. Okay, ich habe nur einen Golem. Ich glaube, das hatte ich im Clankrieg aber auch nur einen Golem. Und ich habe angefangen hier unten. Genau hier unten. Hey, das ist ja cool. Das ist sehr, sehr cool. Und jetzt lasse ich hier nämlich einfach so mal mein Golem reingehen. So, der hat keine Queen. Das habe ich jetzt vorher mal gecheckt. Hier nehmen wir mal den. Und
damit der nicht noch länger klopfen muss, nehmen wir jetzt hier unsere Clanbook mit rein. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. So, dann brauchen wir hier aber jetzt auch einen Sprung. Die Clanbook kommt sehr, sehr spät. Die Clanbook kommt sehr, sehr spät, wenn er denn welche hat. Das wissen wir noch nicht. Ob er welche hat? Er hat, glaube ich, so wie ich das sehe, keine. Müssen wir mal schauen. Und ich denke mal, wir können hier jetzt schon mit unseren Hogs in die Base reinkommen. Ich nehme mal noch nicht ganz alle. Hier nehme ich mal meinen Wut rein. So, hier muss ich jetzt allerdings einmal frosten und ziehe hier oben jetzt mal meinen Hund hier in diese Base rein. So. Und dann kann das hier nochmal durchgehen. Hier oben brauche ich da ein bisschen Cleanup. Ne, da brauche ich noch kein Cleanup. Habe ich noch Zauber? Ja, ich hab noch Zauber, aber ich glaube, wir brauchen den Zauber nicht mehr. So kann man es machen. Coole Armee hier. Habe ich einfach mal getestet die Tage, weil ich hatte die Armee einfach so. Und die Skelette noch eben Gift. Ich hatte die Armee einfach mal so. Und eine coole Kombi. Könnt ihr euch mal wegpinnen. Also mit dem einen Lavahund mit 5 Loons einfach dabei. Ihr habt das gesehen, da oben waren die richtig gut, die Loons. Oh, das tut zwar meinen Hockradern jetzt noch etwas weh, aber ich hatte exakt die gleiche Base die Tage im Clankrieg gemacht, allerdings only Hock. Und also Go Hock. Hier einfach mal kombiniert mit den Loons, also ein bisschen mehr. Merkt ihr schon, ein bisschen mehr geht im RH9 Bereich. Gerade hier die Kombi jetzt hat mich richtig gefreut, muss ich mal so sagen. Ich habe sogar noch 5 Bogenschützen über. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Haben wir eine Ecke vergessen? Nein. Haben nichts vergessen. Und ich glaube, den haben wir ganz gut gerockt. 19 Pokale und ganz nettes Dunkles. Ja, 2,6 reicht für mich. 740 nochmal drauf. Oh, und den Tagesbonus auch schon mal bekommen. Wann kriege ich den nächsten in 52 Minuten? Ja, auch hier bin ich so ein bisschen semi-aktiv. Frage einfach schon mal an. Die bilde ich in jedem Fall nochmal aus und das Event hatte ich hier allerdings auch schon fertig, weil 3 Angriffe ist echt nicht viel. Und nächstes Rathaus ist das Rathaus 10. Und auch hier auf dem Rathaus 10 bin ich nicht so wirklich aktiv. Ich bin im Moment dauerrot hier, was Clan Krieg angeht. Und auch hier seht ihr anhand meines Attack Logs, ich habe gestern einen Angriff mal gemacht und dann 4 Tage vorher den letzten Angriff, also und dann 11 Tage. Also ihr seht, die Pausen hier zwischen den Attacks sind enorm groß geworden und mit dem hier habe ich noch gar nicht dieses Event angefangen. Also ich habe jetzt eben erstmal überhaupt das erste Mal ein paar Truppen angefragt. Mal sehen, was wir hier überhaupt für einen Gegner bekommen und ich glaube, so einen Elfer brauchen wir nicht machen. So, der hier ist, glaube ich, ganz nett. 3300 Dunkles, die anderen Ressourcen sind in Ordnung. Und was haben wir eigentlich für eine Armee? Ja, was haben wir eigentlich für eine Armee und was haben wir vor allen Dingen in der Clanbook? Oh, wir haben Hogs in der Clanbook. Okay, wir haben Hogs in der Clanbook. Wir haben ein paar Bowler dabei. Wieso haben wir so ein... Ach so, ja, wir haben nur so wenig Bowler dabei. Weil wir Heiler dabei haben. Also, Riesenheiler-Kombi. Okay. Ich weiß gar nicht, was mich da jetzt geritten hat, das so zu machen. Ich muss mal eben gucken, denn mit den Truppen hier kann man irgendwie... Da kann man irgendwie nicht so wirklich gut funneln, dass mir die Helden jetzt nicht nach rechts oder links weggehen. Das machen nämlich schon meine Bowler. Das heißt also, ich muss jetzt... und meine Helden auch, gleich beide. Jawohl. Ach, Irgendwie habe ich es mir gedacht, dass hier irgendwie beide Helden nicht so wollen, wie ich es eigentlich will. Und jetzt haben wir nämlich ein Problem. Das Problem heißt gegnerische Queen. Das Problem heißt gegnerische Queen. Müssen wir mal gucken, wie wir aus der Nummer rauskommen. Aber ich darf auf jeden Fall nicht meine Queen vergessen zu zünden. Und mal sehen, wie wir aus der Nummer rauskommen. Wir schicken hier jetzt unsere Hogs rein. Und ich muss immer, manchmal muss man ja über sich selber lachen, was man eigentlich für einen Bockmist hier macht. Jetzt muss ich ja auch noch gegen den gegnerischen King kämpfen, okay. Auch das noch gegen King und Queen gleichzeitig. Wunderbar. Ah ne, die Queen, wo ist denn eigentlich die, wo ist die gegnerische Queen? Ich weiß nicht, wo die Queen ist. Gewinnen tun wir in jedem Fall. Okay, wir gewinnen in jedem Fall. Aber ich denke mal, wir holen nicht so wirklich viel. Oh, können die Skelette hier nicht mal ihre Finger von meinen Hogridern lassen? Mann, Mann, Mann.
Ich glaube, die packen das aber nicht mehr. Oh, doch, es sind ja noch reichlich da. Eieiei, okay. Oh, das packen die doch. Ei, super. Wollen wir mal hoffen, dass der King jetzt nicht ganz so penetrant ist da, dass sie wenigstens noch den dunklen Pott in der Mitte kriegen. Denn der wird sich jetzt nämlich ein Hog Rider nach dem nächsten schnappen. 20er King, noch voll aufgefüllt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Trotzdem haben wir die Ressourcen. Und jetzt wehren sich zwar hier noch so ein paar Hogs, aber der 20er King geht jetzt nicht wirklich down. Okay, wir haben aber die Ressourcen geholt. Und die machen einfach weiter, die Hog Rider, die... Das kümmert die gar nicht da, ob der King noch da ist oder nicht. Aber die King-Platte... Oh nein, die haben den King doch gepackt. Okay, 30 Sekunden Zeit für den Cleanup hier. Boah, Glück gehabt. Okay, der hatte auch keine Infernos, deswegen habe ich den auch ganz gerne genommen. Und aber die Ressourcen haben mir ganz gut gepasst. 20 Sekunden habe ich was vergessen. Eine Bauhütte, 99%, 100%, jawohl. Super Sache, also auch mit dem Rathaus 10er hier haben wir was geholt, haben wir das Event... Haben wir das Event gespielt? Never. Oh, stimmt. Ich habe das. Ich habe den Player hier neu installiert, eben einmal. Beziehungsweise musste den einmal neu initialisieren. Wir nehmen die Truppe. Boah, ich glaube, wir nehmen die Truppe nochmal mit. Allerdings bauen wir die so ein kleines bisschen um. Ich glaube, hier nehmen wir mal zwei Hogs weg und nehmen hier noch, denke ich mal, einen Bowler. Und davon einen rein. Ich glaube, die Kombi passt ganz gut, ja. Also, wir haben gespielt heute 7, 8, 9 und Rathaus 10. Große Schweinerei, beziehungsweise wir haben hier mal ein bisschen die Sau rausgelassen, war ein bisschen lockeres Clash of Clans, also so ein bisschen Classic. Ich hoffe, die kurze Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mir den Dicken am Ende, wie gewohnt, bitte da. Hitzige Grüße nach wie vor, euer Toto Clash.